zum neuen Part von Batman Arkham Asylum. Als wir die drei Leichensäcke hier aufgemacht haben, haben wir unsere Eltern hier so mäßig gesehen und gehen jetzt hier lang, weil sich die Umgebung ja komplett verändert hat. Wir haben eine verstörende Kreatur oder so gefunden. So hüpfen wir hier durch die Gegend. Und ich gucke jetzt mal auf die Uhr, wie spät es ist. Lala. Jetzt Cutscene Power, yo! Und Maus bitte raus. Es leckt ein bisschen, weil das der Kerl hier ein bisschen groß ist. Ich glaube, er darf uns nicht sehen. So. Weiter. La 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 la. Ist ja bald mal da oben fertig. Jo, in die falsche Richtung. Hör auf. Los, beweg dich. Jetzt nicht mehr. Ja, ja. Jetzt fliegt dann ein Flugzeug hier vorbei. Live bei uns. Jo, da. Runterklettern. Warum sollte ich? Banzer. Jetzt müssen wir aber unser Batgel benutzen. Baldig. Was ist der Feind? Jetzt gehen wir nochmal locker zurück. Ich hab's gewusst, dass es dahin geht. Sie ist mir wohl nett, ne? Benutze. Was machst du, kleine Fledermaus? Jetzt geht ich gar nicht. Was ist das? Daydreamer, Tagträume. Oh. Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Wo wollen wir denn jetzt lang? Ein Update. Combo Batwangs verbessert. Wir können eine Combo in den Batwang mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Jetzt ist es unser. Was bekommen wir hier noch? Kritische Combo. Verdoppelt im Falle eines perfekten Timings die Effektivität normaler Angriffe. Ich wollte aber eigentlich auf die Karte gucken. Wohin Kommissar Gordons Mörder zur Strecke? Bin ich? Hä? Irgendwo bin ich hier falsch. Oder irgendwie, eins von beiden.
Das ist eine Sackgasse oder etwa nicht? Also das ist noch eine Tür. Ja, da oben ist ein bisschen wenig. Wie sieht man das auch ohne? Ja. Es war nicht Gordon. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was nur ein Hirngespinst deines kleinen, verworrenen Hirns ist? Hä? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, Pet. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. So, down und down. Du wirst da Löcher haben. Ach komm mal, geh weg. So. Mein Gott, wir sind hier alle auf dem Zuckerli. Ist das ein Sackgasse oder komme ich hierher? Ich weiß es nicht. Wir gehen aber erstmal nicht im Winkel in das Spiel auf uns will. Hier ist schon wieder in die Bies. Warte. Wo bist du? Wo bist du? Komm her. Kräftig. Oder doch nicht. Geht's auch. Ein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Zieh nur! Harvey hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harvey zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Kein Problem. Was zum... Ich bin sicher, es kam von da drüben. Oh, ich bin in die falsche Taste gekommen. Das ist nicht persönlich, alter Mann. Gib dein Bestes. Weil ich in die falsche Taste gekommen bin, ernsthaft? Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön. Verdammt, Alter. Nur weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ja, erneut versuchen, warum nicht? Ein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Zieh nur! Harvey hat strikte Anweisungen, den alten Mann. So, nicht mit die falsche Taste drücken, aber mit dem Kopf. Mal gucken, ob wir es noch in 4 Minuten schaffen können. Da tuck ich mich. Vielleicht kümmert sich der alte Mann ja auch gar nicht. Was gut sein könnte, denn wenn dich einer meiner Jungs sieht. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. So. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht aufmachen. Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt geh. So, wir wollen ja gerade, dass sie alles ganz lautlos machen. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle, wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er! Ey du, du stehst ein bisschen alleine rum, ne? Das will ich ja mal gesagt haben. Hat jemand da draußen Batman gesehen? Nein, das wundert mich nicht. Er ist ein Feigling. Der James hat wieder gewonnen.
Also, ne, wenn wir jetzt... War ja hier ganz langsam vor ihm. Da ist auch alles in der Haut. Es wird so cool, alter Mann. Wart nur ab. So. Glaubst du, irgendetwas, was du sagst, interessiert mich? So, jetzt müssen wir die anderen beiden hinbekommen. Hör zu, Jungs. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus sieht. Wenn es so weit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Was denn? So. Nur noch sie da oben. Darf man nicht mit. Wenn jemand auch nur glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Harley den alten Mann. Eine Herausforderung absolviert. Schaffst du noch mehr? Hallöle denn? Au. Das Feuer ist besser. Wir müssen die Schläuche abtrennen, sag mal doch. Okay.
okay, das hast du mir nicht gesagt. Ich hatte so viele Probleme und mehr hast du nicht zu bieten, Ben. Na, hilf mir mal, Jungs. Au. Ja, ich kann mich doch nicht bewegen. Mein Gott. Ja. Das hat den Leuten mal wehgetan. Boah. Wie viel Schleich hat denn der? Haut doch mal ab, meine Güte. Oh. Getroffen. Mocha. Boah. Sind das so viele Schläuche? Zwei noch, oder? Ich weiß es nicht. Gar keine mehr. Aber nicht. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Bruha. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen, du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen. Wen hat Dr. Jan Bruja genannt? Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. So. Also, Alter. Geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Young. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Young mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Und die Band mit dem Part. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Batman Arkham Asylum. Und sage bis dann und ciao.